Willkommen zum Management-Seminar für Hideout und Crafting. Und zwar haben wir unsere Basis auf Maximum. Wir haben Hideout-Management und den Crafting-Skill of Elite. Und ich möchte euch zeigen, was sich lohnt, was sich nicht lohnt und was das Ganze bringt und wie es aussieht. Let's go! Fangen wir mit dem Hideout-Skill an, also Hideout-Management. Den findet ihr ganz unten links in eurer Skill-Liste. Und dieser Skill ist schon mal der Oberhammer. Das ist eigentlich direkt schon das Wichtigste, was sich richtig lohnt. Also, wie steigert ihr das Ganze? Ihr bekommt pro ausgegebene 10 Ressourcen, wie zum Beispiel Benzin, Airfilter und so weiter, einen Skillpunkt. Und für den Ausbau eures Hideouts ebenfalls Skillpunkte. Insgesamt könnt ihr da 12,5 Level bekommen, nur durch das Ausbauen eures Hideouts. Außerdem bekommt ihr für jeden abgeschlossenen Craft ebenfalls einen Punkt. Im Gegenzug dazu bekommt ihr eine Reduktion der Ausgaben für Ressourcen um 0,5% pro Level. Das bedeutet, Hideout Management Level 1 reduziert euren Benzinverbrauch beispielsweise um 0,5%. Und ihr erhöht die Bauten in eurem Hideout, die verantwortlich sind für einen Boost eurer Skills, um 1% pro Level. Das heißt, Hideout Management Level 50 gibt euch 50% verbesserten Boost für zum Beispiel eure Bibliothek oder für den Airfilter. Und das ist krass. Das bedeutet nämlich, dass ihr es viel, viel einfacher habt, Skills wie zum Beispiel, was fällt uns als erstes ein, Ausdauer oder zum Beispiel Stärke, zu leveln. Ein netter Elite-Bonus beim Hideout Management ist, dass ihr noch zusätzlich 2 Slots bekommt, das zeige ich euch gleich. 2 Slots für Airfilter, 2 Slots für Bitcoins und so weiter und so fort. Der zweite Skill ist der Crafting-Skill, den findet ihr unten rechts in eurer Skill-Liste. Der Crafting-Skill ist auch ganz nice to have, er reduziert nämlich eure Crafting-Zeit. Wie steigert man das Ganze? Jeder Craft levelt euren Crafting-Skill, also jede abgeschlossene Craft. Und alle 8 Stunden des Crafting selbst geben ebenfalls Skillpunkte für euren Crafting-Skill. Wichtig hierbei ist, um optimal zu leveln, dass ihr nicht immer dieselben Sachen craftet, sondern immer abwechselt. 10-mal hintereinander einen Defi zu craften, bringt weniger als zum Beispiel einen Defi, dann ein Saliva, Defi, Saliva, Defi, Saliva. Da wird der Bonus nochmal stark erhöht. Pro Crafting-Level reduziert sich eure Crafting-Zeit um 0,75%. Und wenn ihr das Ganze auf Elite habt, bekommt ihr jeweils einen Produktionszyklus dazu. Das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel im Intelligence Center nicht nur eine Grafikkarte craften, sondern beispielsweise eine Grafikkarte und parallel dazu noch das VPX. Geil. Dann kommen wir zum Hideout selbst und da fragen schon immer wieder einige Leute, ja, lohnt sich das überhaupt, das Hideout auszubauen und so weiter. Also ihr seht schon, allein anhand des Hideout-Skills lohnt es sich, also ein dickes Ja. Ich würde sagen, wenn ihr das Geld habt, dann steckt es rein ins Hideout so, dass ihr es noch verschmerzen könnt. Aber man sollte es auch nicht übers Knie brechen, also jetzt sich in Schulden zu stürzen, nur um das Hideout auszubauen, ist sicherlich auch nicht der richtige Weg. Aber ja, Hideout lohnt sich. Fangen wir an mit dem Lavatory. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Dixie-Klo. Sehr bekannt durch die Scuffbox, die man hier craften kann. Wenn ihr euer Hideout-Management und Crafting-Skill leveln möchtet, lohnt sich momentan am meisten die GP5-Gasmaske. Die kostet momentan 50.000, stellt einen Filter her, den man für 40.000 verkaufen kann. Und die Zeit für den Craft dauert 1 bis 2 Minuten, je nachdem, wie weit euer Skill schon fortgeschritten ist. Das ist der Grund, warum sehr, sehr gerne diese Maske benutzt wird. Um Geld zu machen, lohnt sich momentan meistens die Produktion des Corduras, was relativ schnell geht, und die Produktion der Bandage, was auch relativ schnell geht. Also eine schöne Kombo auch, um zu leveln. Wenn ihr längere Zeit nicht am PC seid, denkt dran, alle 8 Stunden gibt es einen Crafting-Punkt. Lohnt sich am meisten diese Lucky Scuffbox, die läuft ungefähr 10 Stunden. Das heißt, ihr habt die ganze Nacht keine Sorgen und ihr wisst, das Hideout läuft. Und denkt auch dran, wenn ihr Benzin verbraucht, das blaue Benzin könnt ihr eincraften gegen einen Magazincase. Und die silbernen Benzinkanister von Jäger könnt ihr eincraften gegen eine Granatenbox, die da unten ist. Also auch da gute Produktionszeit lohnt sich dann, wenn ihr mal, was weiß ich, ein paar Stunden weg seid oder eben in der Nacht, dass ihr dann eure Benzinkanister auch wegcraftet. Eure leeren Benzinkanister natürlich. Die Workbench. In der Workbench macht man nichts falsch, wenn man die Platinen craftet. Wir haben 2 Platinen-Crafts momentan. Einmal hier oben mit dem Gas Analyzer und einmal hier mit dem DVD-Laufwerk. Zwei sehr schöne Crafts, die sich richtig schön lohnen. Was sich auch lohnt meistens, ist die VOG-Herstellung. Das bringt auch sehr viel. Das Schöne bei den Platinen ist, die Crafts sind nicht zu lange. Das heißt, da könnt ihr auch schön eure Skills leveln. Wenn es dann abends ins Bett geht, lohnt sich am meisten das Craften für Munition. Die Dauer der das Munitionscraften dauert so 4 bis 5 Stunden. Also das ist dann ideal für nachts. Das Intelligence Center. Das Intelligence Center an sich lohnt sich schon, weil es den Scuff-Cooldown reduziert um 52%. Das hat natürlich auch viel mit dem weiteren Boni zu tun, den wir haben hier. Ihr seht hier Money Boost mit Maximallevel 22,5% mehr Geld.
die ihr durch Questabschlüsse bekommt, die Dauer einer Versicherung, also ihr bekommt die Versicherung um 30% früher zurück und das aller wichtigste, wenn ihr was auf den Flea Market stellt, dann kostet euch das 45% weniger Gebühren. Das ist natürlich extrem wichtig, macht gerade bei großen Ausgaben, wie zum Beispiel, wenn ihr eine Scuffbox einstellt oder eine Grafikkarte, was über 1 Million Rubel geht, das ist unglaublich viel Geld, was man da spart. Hier lohnen sich 3 Dinge besonders zu craften, und zwar einmal der Intelligence Folder, dann die VPX, als drittes die Grafikkarte und das vierte, was sich lohnt, aber wo ich sehr, sehr vorsichtig bin, ist die Violet Keycard. Die Violet Keycard fluktuiert so sehr im Preis. Das ist halt immer hopp oder top. Die anderen Sachen sind sehr preisstabil. Also ich crafte keine Violets. Konzentriert euch lieber auf die anderen drei. Alle 4 Sachen dauern ewig lang. Die Bitcoin Farm. Was soll ich hier sagen? Grafikkarten reinhauen. Denkt dran, wenn ihr Grafikkarten habt, die Fountain Rate sind, dass ihr die auch wieder rausholen könnt und wieder verkaufen könnt, wenn ihr mal Geld braucht. Oder wenn ihr eine nicht Fountain Rate Grafikkarte habt, könnt ihr die reinsetzen und die Fountain Rate rausnehmen und verkaufen. Bitcoin Farm wurde weiter genervt. Alle 7,5 Stunden momentan. Ein Bitcoin, das heißt, man macht nur noch knapp 3 Bitcoins pro Tag. Ich habe hier 5 Slots. Jetzt, wo es genervt wurde, spielt es nicht mehr so die Rolle, aber es ist natürlich eine schöne Komfortzone. Die Frage ist natürlich, inwiefern sich das dann ändert. Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann auch wieder schneller geht. Der Water Collector, ich habe mir gehört, auf Deutsch hat das einen ganz, ganz komischen Namen. Wasser, also nicht Wasser, Filter, also Reinigungsanlage, sondern ein ganz, ganz komischer Name, ne? Ich schreibe mir mal kurz in die Kommentare die deutschen Begriffe rein. Gerade die, die ich komplett falsch sage, würde mich echt interessieren. Water Collector. Also wir haben hier 3 Slots aufgrund unserer Skills. Ist auch sehr, sehr praktisch, läuft komplett durch. Ein Wasserfilter gibt ungefähr 2 Purified Water, je nachdem wie euer Skill ist und so weiter und so fort. Das lohnt sich absolut, weil ihr diesen Kanister für 120 bis 150.000, je nach Situation, je nach Shortage, je nach Event, was gerade läuft, wirklich gut verkaufen könnt. Bei mir laufen gerade 3 durch. Leider haben wir keine Bonus-Slots bekommen für die Kanister, aber hier auch lohnt sich absolut. Und denkt dran, das dauerhafte Verbrauchen von diesen Wasserfiltern levelt eure Skills. Der Boost-Generator, unsere Destillerie, hier, das läuft auch nonstop. Das ist so eine Sache, wir verkaufen momentan, jetzt gerade, das ändert sich aber auch ständig, Mondschein so knapp über 300.000, Zucker kostet 80 bis 100.000, das Wasser kostet 120.000, also wir sind plus minus null. Auch das spielt natürlich keine Rolle, wenn ihr eure Hideout-Management und Crafting-Skills leveln möchtet. Man kann es verkaufen, das Mondstein, man kann es verbrauchen, sollte nonstop laufen. Die MedStation, lass mich raten, das Ding heißt medizinische Station im Deutschen, ich weiß es nicht. Also, zum einen lohnt sich hier die MedPiles. Und was ich immer gemacht habe, MedPiles, und wenn ich fertig war mit MedPiles, habe ich immer das A1 gecraftet, immer abwechseln. Das dauert 20, 25 Minuten. MedPiles, A1, MedPiles, A1. Also immer die Zirkulation ist ja wichtig für das Skillen. Beides ist günstig. Die A1s bringen nichts, ist ein Verlustgeschäft, allerdings verlierst du dann nur 2000 Rubel. Die MedPiles dagegen sind ein schöner Gewinn, da kannst du richtig gut Rubel machen. Deswegen insgesamt eine schöne Rotationskombination. Dadurch, dass ich das jetzt auf Elite habe, brauche ich jetzt nur noch die MedPiles zu craften für ein bisschen Kohle. Und momentan ganz cool, was sich jetzt lohnt, sind auch die Defis. Ist übrigens auch der richtige Craft für die Nacht. Also wenn ihr wieder weg seid vom PC, lohnen sich die Defis. Die dauern 4 bis 5 Stunden, meine ich. Also auch, dass der Craft, zum Nachtscraften. Was man hier auch noch erwähnen sollte, ist das Saliva. Das ist so ein kleiner Geheimtrick. Also ihr wisst ja, Salivas gibt es bei Frau Doktor. Die sind so gefragt aufgrund der blutstillenden Fähigkeiten und so weiter, dass es oft ausverkauft ist. Also kurz bevor Frau Doktor resettet, steigen die Preise für Saliva und dann lohnt es sich, eure gecrafteten Salivas zu verkaufen. Also ihr macht richtig viel Geld, wenn ihr es zum richtigen Zeitpunkt verkauft. Und unser Rest Space. Ich rate hier gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Keine Ahnung. Rest Space, Schlafzimmer, keine Ahnung. Kajüte. Ein paar nette Effekte. Wichtig ist hier unten letzter Effekt. Wenn ihr das Ding auf Level 3 habt, bekommt ihr Maximum Energy Reserve plus 10 Points. Das heißt, ihr habt nicht mehr 100 Punkte Energie, sondern 110 Punkte Energie. Das ist ein super netter Bonus. Der Rest ist Regeneration. Die Library heißt bestimmt Bücherei. Schöne Boni. Wichtiges Teil im Hideout. Additional Rate Experience 22.5%. Das heißt, ihr bekommt 22,5% mehr Erfahrung. Das ist der Oberhammer. Also ganz, 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 ganz wichtig. 22% mehr Erfahrung für alles, was ihr macht. Geil. Und der zweite Bonus ist fast noch wichtiger. Also so oder so, die Bücherei ist etwas, worauf man hinausarbeiten sollte. Das könnte so ein Zwischenziel sein. Wenn ihr euer Hideout aufbaut, könnt ihr sagen, okay, ich habe als Ziel zum Beispiel die Bücherei herzustellen. Weil die Bücherei bringt wirklich viel. Der zweite Bonus,
Group of Skill Leveling Boost Practical 45% heißt, ihr bekommt 45% Bonus für das Leveln eurer praktischen Skills. Ich sag euch die mal. Hier sind die vier Practical Skills, also Surgery, das Heilen, Covered Movement, Search und Mag Drills sind die Practical Skills. Die levelt ihr mit 45%igem Bonus. Dieser 45%ige Bonus kommt natürlich dadurch zustande, dass wir unsere Skills hoch haben. Ansonsten wäre das viel, viel weniger. Heating, die Heizung. Die Heizung heizt. Ein paar Boni für die Regeneration. Nichts Wildes. Dafür umso wilder die Air Filtering Unit, also der Luftfilter, die Luftfiltereinheit. Wir haben hier standardmäßig 3. Ich habe jetzt hier 5 Slots frei. Auch da ist es wichtig. Einige setzen den Filter nur ein, um wenn sie zocken, weil ich glaube, Verbrauchsdauer sind jetzt hier 26, weiß nicht, was es normal ist, um die 13 Stunden wahrscheinlich. Wenn ihr hier 3 Filter drin habt und das Ding Tag und Nacht läuft, levelt ihr eure Hideout Management Crafting Skills. Das dürft ihr halt nicht vergessen. Wenn ihr das Geld habt, lohnt sich es also, die Dinge immer drin zu haben. Das levelt und levelt und levelt. Beziehungsweise primär Hideout Management, also der Verbrauch von Ressourcen, levelt ihr euer Hideout Management. Deswegen hatte ich die Dinge immer hier drin. Mittlerweile habe ich es jetzt nur noch hier drin, damit ich nicht vergesse, wenn ich mal loslege, dass ein Filter rein muss. Deswegen habe ich immer Filter hier drin. Was bringt das Ganze? Group of Skills Leveling Boost Physical 60%. Das bedeutet 60% Bonus auf eure physikalischen Skills. Und die schauen wir uns auch mal eben an. Das sind die hier. Und da das Wichtige ist natürlich Ausdauer. Das heißt, ihr levelt 60% schneller eure Ausdauer. Holy moly, aber noch wichtiger, 60% schneller eure Stärke. Und Stärke ist absolut overpowered. Also wenn ihr das auf Elite bekommt, holy moly, dann ist komplette Eskalation angesagt. Aber das Coole, auch interessant hier, Vitality, Health, Metabolism, Stress Resistance und die Immunity, auch das ist alles von diesem Wert beeinflusst. 60% bekommt ihr natürlich nur, wenn ihr Hideout Management auf Maximum habt und einen Filter drin habt, dann bekommt ihr 60%igen Boost. Das hilft ungemein, diese Skills hier zu leveln. Ungemein. Dann die Nutrition Unit, die Küche. Küche, ne? Küche. Also die Küche, die steht still. Die ist ausgeschaltet, Herdplatten sind aus. Da lohnt sich einfach nichts. Als ich noch geskillt habe, habe ich Folgendes gemacht. Einmal die Zigaretten. Da habe ich den geringsten Verlust. Also ich verliere so 3.000, 4.000 Rubel. Das ist nicht so dramatisch, ja. Die Dauer eines Crafts ist eine Stunde. Das ist okay. Also je schneller, desto besser, ne? Alternativ kann man Energy Drinks craften. Auch Dauer eine Stunde, knapp über eine Stunde. Ist auch alles Verlust, aber der Verlust ist auch hier nicht so hoch. Und die Snickers, ebenfalls mit Verlust. Aber auch hier der Verlust ist nicht so hoch. Snickers ist sehr, sehr variabel. Snickers werden in Zukunft im Preis steigen. Viele Crafts sind dazugekommen, die Snickers benötigen. Allerdings steigt auch der Preis von der Schokolade. Somit hält sich das vielleicht wieder so ein bisschen im Gleichgewicht. Muss man beobachten. Also Snickers, guckt euch da ein bisschen rein, ob sich das lohnt. Ohne Gewehr. Aber am ehesten noch Snickers. Für nachts lohnen sich am ehesten hier die Hot Rods. Die Hot Rods dauern relativ lange, so knapp 4 Stunden meine ich. Der Generator. Das sieht geil aus, oder? Hier 8 Slots. Das sieht schon dick aus. Ich benutze immer noch die blauen. Es ist tatsächlich rein ökonomisch gesehen besser, die silbernen Kanister zu benutzen. Die von Jäger. Die könnt ihr weiterverarbeiten, wenn sie leer sind, zu den Granatenkisten. Gewohnheitssache, ich habe immer die blauen benutzt, benutze sie auch weiterhin. Craft die dann wiederum zu Magazinkisten und die wiederum dann zu Scuffboxen. Auch hier ist es so, laufen, laufen, laufen lassen, levelt euer Hideout-Skill. Und da ist vielleicht auch ganz wichtig zu betonen, dass die Solarstation den Verbrauch von Fuel, also von Benzin, um 50% reduziert. Jetzt die Frage, lohnt sich die Herstellung der Solarstation, bevor man Hideout weit oben hat, Hideout-Management? Oder sollte man das weglassen, weil man ja, wenn man es weglässt, höheren Benzinverbrauch hat und dadurch auch mehr levelt? Der Verbrauch, um 50% zu reduzieren, ist nice, gibt aber vor allem Bitcoin Level 3 frei. Und das ist so wichtig. Das bringt natürlich also so viel Geld. Die Bitcoin-Farm sollte auch immer noch das Ziel sein, auf Level 3 zu bekommen, 50 Grafikkarten einzubauen. Das lohnt sich absolut. Ist natürlich sehr, sehr teuer. Die Solarstation ist teuer. Bitcoin-Ausbau auf 3 ist teuer. Und die 25 extra Grafikkarten dann sind auch sauteuer. Es ist eine langfristige Sache. Ich sag mal so, ihr braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, solange ihr die Solarstation nicht habt, weil ihr wisst im Hinterkopf, hey, ich skille mein Hideout-Management dadurch viel besser. Also höhere Benzinverbrauch ist nicht schlecht. Aber sobald ihr das Geld habt, sobald ihr in den Bereich kommt, haut zur Laststation raus und haut die Bitcoin-Farm hoch. Ganz klare Priorität. Und last but not least, die Scuffbox. Ja, hier hat sich leider gar nichts getan durch die Skills. Alles beim Alten. Die Scuffs lassen sich dadurch nicht beeinflussen. Ich hau momentan Moonshine rein. Was sich am meisten lohnt tatsächlich, oder was heißt am meisten lohnt? Das ist alles Gambling hier.
wenn ihr auf der sicheren Seite sein möchtet, dann würde ich die 85.000 Route hier empfehlen. Da gebt ihr nicht so viel aus und habt den höchsten Reward, so vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Moonshine ist natürlich göttlich, da könnt ihr die fettesten Sachen rauskriegen, kostet aber auch entsprechend viel. Und den Intelligence Folder ist auch geil, da bekommt ihr aber auch mehr Schlüssel und solche Dinge. Ich mache es immer so, abends haue ich immer Intelligence Folder rein, wenn ich welche habe, also weil die einfach länger dauern. Und tagsüber, wenn man mal am Rechner ist, dann den Moonshine, dauert nur 4 Stunden. Und ja, ich bin immer gespannt, die Flitzebogen. Ist immer so ein schönes Erlebnis, wenn man hier drauf drückt und guckt, was drin ist. So, das war's soweit von mir. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen. Wenn ihr noch Fragen habt, ich bin fast jeden Tag online auf Twitch. Kommt gerne vorbei. Schreibt auch gerne in die Kommentare. Gerade bei solchen Videos hilft es ungemein, nochmal Fragen aufkommen zu lassen, die ich gerne beantworte. Oder auch konstruktives Feedback zu kriegen, was man besser machen kann. Ansonsten sage ich an dieser Stelle, bleibt gesund, bleibt sauber. Viel Spaß beim Craften und Managen. Ich melde mich ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.